Herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Sehr schön. So, das haben wir geschafft. Wir haben jetzt im letzten Part waren wir hier unten drin. Und hier hatte ich ja auch nochmal Teile gefunden. Hier unten hatten wir Teile gesucht. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich nochmal mit den Leuten hier sprechen, ne? Vielleicht haben die jetzt auch mal was anderes zu erzählen. Dies ist ein altes, kaputtes Containerschiff. Man kann darin eine Menge verschiedenes. Nur verschiedenes Zeug finden. So, wir sprechen noch mit Ihnen, weil eigentlich hatten wir unten meiner Meinung nach alles erledigt. Mann, danke, vielen Dank übrigens. Wenn ihr Teile sucht, was ist mit dem Ding drüben bei der Winde? Bei der Winde, bei der Winde? Habe ich noch was vergessen? Ihr Typen seid echt was Besonderes. Danke. Ihr werdet es in jeder Gilde weit bringen. Dankeschön, ne? Danke, danke. Die verfluchte Winde ist wieder defekt. Wir müssen den Chef holen, damit er uns das Zeug hochzieht. Achso, okay. Ich denke nur, weil er der Chef ist, dachte ich, er kommt jetzt. So, müssen wir denn jetzt hier noch was holen? Oder haben wir jetzt alles? Das Blöde ist, ist halt wieder... Naja, vernachlässigt ist das falsche Wort, aber... Guardians Crusade, dass ich für den heutigen Tag würde das Video. Und das Video kommt ausfallen. Kein Haar. Okay. Finde die Zeichnung nach wie vor noch verwöhnt. Guardians Crusade ausfallen, aber zumindest nehme ich das auf, weil sonst kann ich nicht gut schlafen. Such dir deine. Die sind überall. Seht genau hin. Hier, dort, überall. Ja. Verstehe. Kamera drehen, ne? So, was ist, wenn ich ihn jetzt nochmal anspreche? Bei der Winde. Er ist der Chef. Okay. Weil wenn nicht, könnte man noch leveln müssen. Bist du jetzt eigentlich zum Trainer wieder nicht? So, Winde ist wieder defekt. Wir müssen den Chef holen, damit er uns das Zeug hochzieht. Gut, vielleicht sollte ich genau zum Schiff, ne? Du hast aus Versehen einen Monster statt einer Maschine geboren. Ungünstig, nicht wahr? Super ungünstig. Okay. Gut, ich könnte hier nochmal bei den Ecken schauen. Guck mal, da. Aha. Teil F. Wie viel gibt's denn? Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Vielleicht sollte ich dann doch nochmal unten schauen. Wie sieht unser Leben eigentlich aus? Da. Okay. Okay. 42 Stunden. Nee, zurück. So, ja. Uhu, vielen Dank für die Treue. Hammer. Sagt er mir, weil ich genügend habe? Bei G01. Ja, aber jetzt zeigt er mir ein Silberzeichen. Was ist das hier überhaupt? So, habe ich jetzt alles oder nicht? Ein bisschen leveln wäre gar nicht so dumm. Dann könnte ich die Kommentare jetzt auch abarbeiten. Weil sonst würde ich mich zum Schiff aufmachen. Ich könnte auch eine Guide nebenbei noch, habe ich unkühlen und einen Tab noch offen. Komm, wir gehen nochmal runter. Ich glaube, unten hatte ich alle gefunden, aber ich will die Kommentare jetzt gleich auch mal mit aufnehmen. Genau, Uho hatte geschrieben, es gibt nichts mehr zum Ruhen und nichts mehr zum Bauen. Mehr als 8 Häuser gehen nicht, Maximum von Kultur ist bei 7 erreicht. Warte mal. Ja. Hat sich auf die Elfen quasi bezogen.
Und waren die Kommentare zu Part 72. Hatte ich jetzt echt 2 Monate offen in Part, weil vor 2 Monaten kam das Kommentar. Ups. Ja, ist okay. Problem war ja, dass sich bei mir Krankheit lange gezogen hat. Habe ich jetzt in jedem Projekt, glaube ich, 10-mal erzählt schon. So genau weiß ich es leider auch nicht. Ich würde nach dem nächsten Level Up von Ben nochmal zu Binian gehen und gucken, ob du dann den nächsten Skill abholen kannst, weil insgesamt hattest du sicher schon 5 Level oder mehr. Ja, hat ja leider nicht funktioniert, ne? So ärgerlich, ey, dass ich da alles verschenkt habe. Müsstest du danach auch nochmal ein Level machen und dann Super Combo abholen. Falls das nicht klappt, wird das vermutlich 3 Level dauern, bis du konzentrieren lernst. Und erst wenn du es abgeholt hast, bekommst du nach weiteren 3 Leveln Super Combo. Ja, das ist wohl die bittere Realität, ne? Von der anderen Seite abgeschlossen. Hat aber einen richtigen Spielstand geladen, ja. Ja, wollte in die Ecke schauen. Hat er nochmal geschrieben, klar, bin ich noch am Start? Mich wirst du so schnell nicht los, bin ich sehr dankbar für. Ja, aber bei mir ist auch immer, ne? Sind Verwirrung mit dabei und dann noch die verschiedenen Projekte und dann. Ich habe Angst, dass das manchmal wie Desinteresse drüber kommt, dass ich hier dann auch. Am liebsten hätte ich hier, bei Final Fantasy 7 habe ich das gemacht, nochmal genau recherchiert, wo bin ich, was ist mit den Trainern und sonst was, aber es ist jetzt schon wieder 23:30, um 7 geht es dann auch wieder raus und ist ja nur Need for Speed geschafft, weil ich musste heute noch die Dinger für heute aufnehmen und. Ach, weil ich jetzt an der Ecke hatte ich geschaut, ne? Der war irgendwie relativ heftig, die Stelle, weil ich mich recht entsinne. Ich hatte, glaube ich, überall rumgeschaut. Hier müsste ich alles haben. Ja, hatten wir auch viel gefunden. Kann auch gleich mal ins Menü gehen. Genau, Uhu hat geschrieben, guten Rutsch. Wünsche ich auch nach wie vor nochmal. Oh Mann. Warte mal, hier war eine Truhe. Die hatten wir aber auch schon geöffnet, sehr gut. Schmeißt mich mal in den nächsten Kampf. Sehr, sehr gut. Ich muss halt wirklich sicher gehen, dass ich alle Teile habe. Okay. Smaremus, erstmal ein gesundes Neues an dich. Genau an euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Fest. Ist aber peinlich, wenn ich das sage. Oder einen guten Rutsch. Im März. Das ist blöd. Ich bin und werde leider nie ein Freund von Peko sein. Ich bevorzuge Ray mit 2-mal Angriff. Vor einem Tank. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Design von Aspara als Pflanzenwesen aus Breath of Fire 2 so mochte und Pecos als Downgrade-Seher. Das ist super interessant. Ich hoffe, kam er erst irgendwie in Deutschland für die bin ich ja fast weg, für die PSP raus, ne? Ich spiele ja chronologisch alles an, irgendwann komme ich da auch an. Aber ich habe überlegt, weil ich im Jahr 2000 ankomme, das gar nicht mehr so lange hin sein müsste, dass ich da noch ein paar ausgewählte amerikanische Titel anspiele. Und dann kam das auf Nintendo oder auf ein NES oder SNES. Ich habe gerade überlegt, was ich machen wollte. So. Immer verjüngt. Oh, Ben. Dass ich das halt dann irgendwie nachhole. Wenn es halt wirklich Nintendo ist, würde ich wahrscheinlich echt auf die PSP-Fassung warten, wenn es dann erst käme. Mal sehen. Mal sehen. Weil Vorgänger zocken würde ich doch schon gerne. Ja, komm, wir gehen jetzt mal in die richtige Richtung. Das ist super interessant, die Zwischeninfo.
Ja doch, ey, ich muss ungefähr nochmal die Vorgänger spielen. Genau, und nochmal zu den Elfen. Sag mal, sagt er jetzt irgendwas anderes? Hatte Uhu geschrieben, tatsächlich gibt es doppelt so viele Berufe, wie dir derzeit zur Verfügung stehen. Also 10. Um alle freizuschalten, muss man Kultur auf 7 bringen. Also Kultur muss ich jetzt voranbringen und Runen und Häuser bauen. Nicht. Also nicht mehr. Weiter vorne ist eine Stelle namens Stahlstrand. Ja, ist so, weil da alle Maschinen angespült werden. So, und da müsste das Schiff stehen, ne? Die Trunkens Folly oder wie die heißt? Ja, ich glaube, hier müssen wir hin. Schauen wir mal. Oder wir gehen angeln. Hat geschrieben, da ist was dran. Man hat heutzutage auch einfach eine unfassbar große Auswahl an Spielen. Ich glaube, wir rennen gleich durch hier, ne? Ja. Deshalb ist es gerade bei so langen Spielen manchmal schwierig, dran zu bleiben. Aber bei mir ist es halt wirklich dieses 9 verschiedene Spiele gleichzeitig, was, glaube ich, als Konzept super gut ist, weil dann genügend Abwechslung ist, auch ne, wenn Nostalgie mit drinne ist. Momo ist hier unten und arbeitet am Schiff. Auch wenn die Nostalgie mit drinne ist und viel, viel gut macht, dass man sich so eine Videos dann noch anguckt. Würde es, glaube ich, nicht reichen, wenn ich jetzt jeden Tag 3 Parts von Breath of Fire bringen würde. So, diese Abwechslung ist, glaube ich, ganz sinnvoll, macht es für mich aber schwerer, weil ich das zeitlich irgendwie unterbringen muss. Und dann müsste ich quasi immer noch bei jedem Teil da wieder einarbeiten. 9 Spiele innerhalb von 3 Tagen ist schon Arbeit, echte Arbeit. Was ihr sucht? Was? Ihr sucht für uns die Teile? Ist der Leuchtturm nun das? Wie können wir euch je danken? Fallen uns bestimmt schon Dinge ein. So, okay. Wir sind so hoch gekommen, wie als gäbe es jetzt eine Cutscene. Das ist die Schiffsbrücke. Wir kümmern uns um alles, wenn das Schiff wieder läuft. Das ist supi. Das ist doch mal mega toll. Damals war es einfacher, da hatte man nur ein Spiel für Monate. Ich glaube, mein Bruder und ich hatten damals insgesamt gerade mal um die 10 Spiele für die PS1. Zum Glück hatte unser Nachbar eine Menge Games, die wir uns leihen konnten. Sehr, sehr geil. Aber was heißt sehr, sehr geil, aber ne, so sehe ich das auch. Vor allem hatte man damals einen anderen Anspruch auch an die Spiele. Deswegen arbeite ich auch so viel mit Zwischenspeichern und finde es auch gerechtfertigt. Weil damals hatte man einfach 70 Euro oder 140 D-Mark ausgegeben. Also 100, 140 D-Mark ausgegeben für ein Spiel und wollte damit natürlich auch lange Freude haben. Und dann war es auch okay, wenn man an einer Stelle hing, das Level wiederholen musste, Ewigkeit nach der Antwort suchen musste. Aber für mich jetzt als YouTube-Projekt musste halt irgendwo eine Endlichkeit haben bei dem Ganzen. Vor allem, wenn du halt mehrere Spiele spielst. Also, ne, ist jetzt mittlerweile bei mir ein anderer Anspruch ans Spiel, wie früher war. Deswegen nehme ich auch gerne Guides und so. Also, wenn es angenehm ist. Und hier empfinde ich das als angenehm, immer mal reinzuschauen, die ganzen Tipps und alles. Dank euch werden wir das Schiff wohl früher, als wir dachten, flott bekommen. Vielen Dank. Hi, die Gilde, Leute, wo man am besten nach Teilen sucht. Ah, Momo sagt, ah, da bist du ja. Hast du alles gefunden? Ich hoffe. Werde wählen. Teil E habe ich nur eins und Teil G und Teil H habe ich auch nur eins. Oh, soll ich ein Foto machen? Teil A habe ich eins abgegeben. Ich mache hier mal ein Foto zur Sicherheit. Ja. Okay. An Teil C 3 Dinger. In Wien. Es fehlen uns noch welche. Hast du noch mehr Teile? Ja? Nein.
Okay, dann suche weiter. Ich reinige die Teile, die du bisher gefunden hast. Toll. Danke wieder für die Zeichnung. Jena ist ja vollkommen am Ausrasten. Dich mag ich nicht. Momo kommt nicht mehr ins Team. Toll. Oh. Jetzt ehrlich, wo? Denn Manic schrieb darauf, zur PSX wurde der Brenner sehr modern. Jede Woche in der Videothek und Spiele geliehen, um sie zu kopieren. Auf die Art hatte ich jede Woche 5 neue Games. Absoluter Glückspilz. So hatten wir es mit der PS2 versucht. Ging aber, also ne, ein Chip haben wir reingelötet. Hatte aber leider irgendwie nicht funktioniert. Schade. Ich würde sagen, gucke ich in der Guide, ne? Wenn du die Erlaubnis des Meisters hast, darfst du unten am Stahlstrand nach Teilen suchen. Da waren wir drin. Ich denke mal fast, dass da alle sind. So, das waren die Kommentare zu Part 75. Ne, hat er noch geschrieben. Jo, bin super entspannt reingerutscht. Frohes Neues und gute Besserung. Ja, jetzt soll ich die nächste Erkältung. Die ist fast wieder vorbei. Dankeschön. So, warte mal. Dann war noch, das war alles oder wie? Eigentlich hatte ich das auch geöffnet. Ich öffne es nochmal. So, ja, nee, es war alles. Okay. Was? Oder? Ja. Warte mal, ich gucke nur nochmal. Ich bin sofort. Ja, okay, das war's, ja. So, dann gucken wir mal in die Guide und machen uns wieder los. Weiß. Sehr weiß. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwie Teile. Aber wo? Gar nicht mal so unrealistisch, ne? So, Teil A hatte ich was abgegeben. Vielleicht kann man hier noch welche kaufen. Hier ist eine Guide. Nein, hier geht es um den Meister. Hier ist ein Guide. So. Gar muss dem örtlichen Chef seine genau. Achso, genau, Anglerfisch. Da konnte man Donnerschlag-Angriff lernen. Am Strand findet man 5 Teile und das Mutant-Gen im Containerschiff. Die Tür am Ende des Schiffs kann jetzt noch ignoriert werden. Auch eine Schatzkiste findet man hinter einem Metallcontainer. Durch die Schalter können die Metallbarrieren gesehen werden. Okay, okay. Also, da fehlt uns wirklich noch was. Ja, gut. Glaube ich, google gleich auch mal. Das ist ja nervig, ey. Da können 5 Teile, ja gut, weiß ich jetzt, wo ich da 5 Teile gefunden habe, oder was? War ja 3. Hilfsteile. Ist halt jetzt nicht, wie es auf Englisch geschrieben wird, ne? So, wir könnten mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Was hätten sie, glaube ich, geschrieben hier beim Durchgang? 5 Teile, haben wir 5 Teile am Strand gefunden?
Ich glaube eigentlich hier nicht, dass noch irgendwas liegt. Das mit der Seilbinde war wahrscheinlich auf den Fisch bezogen, den wir schon geholt haben. Hier fünf Teile. Welches fehlt? Wo? Nervig, ey. So. Vielleicht hier irgendwie daneben, ne? Hochgehen kann man ja anscheinend auch nicht. Hier neben der Plattform? Ne, ne? Würdest du sehen? Ja. Ist einfach ein Loch. Ach ne. Ist ein Po. Na gut, dann wieder runter. So, starten. So, ihr Forum. Okay. Plattform Wasser, die da erwähnt, sagt mir gar nichts, deshalb bezweifle ich, dass dort ein Teil liegt. Da meint er die unten, okay. Ja, ich werde hier alles nochmal durchforsten. Ah, mies, ey. Nicht, dass irgendein Teil ist, was du gar nicht sehen kannst. Hier kann ja nichts mehr kommen, ne? Das war sowas von offensichtlich, schreibt am Ende. Ja, ich finde hier leider keine richtige Starfield, okay. RPG Oase, ob das hier steht. Mal Schiffsteile. Teile. Gibt's nicht. Schiffs. Einöd und Tanker. Och Mann. Mann! Okay, wir suchen hier unten mal. Ja. Das ist halt die Frage, wenn ich einen Teil finde, ob ich dann sofort wieder losrenne. Oder nicht. So, okay. Alles klar. Ich gucke hier doch nochmal lang. Zu viel Angst, dass das irgendwo, ey, das wird bestimmt irgendwo ganz offensichtlich liegen. Ich glaube nicht mal, dass das so ein verstecktes Teil ist. Ich will auch mal mit X durchrennen, ja. Das hier Schatzkiste, die hatten wir schon. So. Schade, dass er die zurückgestellt hat, die ich ja alle schon mal hatte. Das gerade hier liegt ein Teil. Ne. Einfach ne. Soll ich hier erstmal Schalter verstellen? Ich hab da aber überall lang geguckt, ja. Okay. Super offensichtlich wohl. So, ich fange hier mal an. Dachte ich, ja. Achso, komme ich aber nicht mehr. Na doch, das passt. Oder? Ne, passt nicht mehr.
Ist das so sinniger? Ah, dann komme ich hier zumindest durch. Hier ist kein Teil. Da ist die Truhe. Schwierig, schwierig. Sag mir nicht, dass das ein Teil hier. Sag mir nicht, das war das Letzte, was fehlt. Teil G. Ja, wie viel gibt's denn von was? Schiff. Gibt man nur Schiff ein? Sind wir hier? Warte mal, warte mal. Ich glaube, hier sind wir. Naja, okay, hier. Und 16 Ersatzteile suchen. Achtung. Okay, 16 Teile. So, wo ist mein Foto? Eins hat er schon abgegeben beim Foto. 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Eins müsste er noch kommen. Papa, nicht, warte, okay. 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 1 fehlt noch. Warum? Okay, das war tatsächlich das. Ja, das lag auch relativ offensichtlich, ne? Kriegen wir dann das letzte wohl auch noch hin. Aber jetzt mit einer Zahl ist das schon mal angenehmer. Gut, dass ich das Foto gemacht habe. Was die Zeichen bringen soll, frag mich nicht. So, dann komme ich jetzt nicht runter. Was, und wenn das unten ist, dann. Ah, dann komme ich auf die Dinger, ja. Und dann. Ja, Plan. Vielleicht lag da mal ein Teil. Ey, das kann jetzt nicht wirklich an einem Teil scheitern. Sicher, dass das 16 sind? Gebe gleich mal Schiffparts ein. Hier unten noch eins liegt? Nee, ne? Das ist unbefriedigend, ey. Ah, ändert doch nichts. Schön. Sogar selbst gefunden. Ah, das ist ein Zeichen, keine Ahnung. Kann mir mal jemand erklären, aber meiner Meinung nach ergibt die keinen Sinn. Glaub's nicht. Ja. Schafft. Wahnsinn. Wenn ich das hier jetzt richtig sehe, also es werden noch einige Parts werden, aber von der Menge des Textes sieht es gleich an, dass so viel aus unten keine Gegner. Vielleicht, weil sie die Leute nicht zu sehr frustrieren wollen. Ist die Farm besser geworden? Ich finde, die Farben sind besser geworden. Ah, Farben sind besser geworden. Ehrlich.
Oha. Haut's da jetzt weg. Sauber. Nina ist aufgestiegen. Ekelkraft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. Schön, dann kommen wir weiter in der Story. Das ist mir eine Freude. Soll ich jetzt zu den Trainern gehen, ist die Frage. Hat man Nina ist aufgestiegen? Stil. Ich hatte ich mir aufgeschrieben, wer gelevelt ist. Ja, okay. Guck mal. Ah, ich habe mir bei Nina 2 hingeschrieben, bei Ben 3. Bei Pico habe ich mir nichts hingeschrieben. Und der hat ein Level gemacht. So, Nina hat ja 2. Das heißt, Ben braucht noch 2, aber mit Nina können wir wohl zum Trainer. Interessant. Nächste Folge zum Trainer anscheinend. Also vielleicht nicht, oder? Ja, doch, wäre schon sinnig. Muss ich mal gucken, wo Ninas Trainer war. Welcher war Ninas Trainer? Oh ja. Na ja, gut. Also Uhu, falls du das so weißt. Ich kann heute leider nur den einen Part aufnehmen. Ansonsten gucke ich nach. Ich glaube, ich habe sogar einen Videotitel drin. Also was heißt ansonsten gucke ich nach? Ich will nachgucken, aber vielleicht fällt es ja direkt ein. Irgendwas Sinniges auf jeden Fall. Da, wo so final auch bleiben konnte. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Schönen Abend euch noch. Bis dann.